Elmar Schmitz, nach der Niederlage jetzt gegen Hamm, ein paar Worte zum Spielverlauf. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, dass sich die Spiele doch mittlerweile sehr ähneln. 1-0 nach dem ersten Drittel, nach dem zweiten 3-0. Eigentlich so nichts Schlimmes passiert, aber uns fehlt dann einfach auch die Durchschlagskraft, um vorne im richtigen Moment auch mal das Tor zu schießen. Ich glaube, es war jetzt das dritte oder vierte Spiel, in dem wir ohne eigenen Torerfolg rausgehen. Und dann setzen natürlich Mannschaften wie Hamm, die sich hier in den Top 4 platzieren wollen, immer wieder nach, erzielen dann zum richtigen Zeitpunkt ein Tor und dann kann man so Spiele natürlich auch nicht gewinnen. Woran liegt die offensive Durchschlagskraft, also die mangelnde Durchschlagskraft? Ja, da haben einfach die anderen Mannschaften uns was voraus. Wir haben nicht die Qualität einer ersten Reihe, die die anderen haben, die dann mit zwei Ausländern spielen oder wirklich ganz erfahrenen Oberliga spielen. Mit den restlichen Spielern dieser Mannschaften ist der Unterschied gar nicht so groß, aber uns fehlt einfach diese erste Reihe, die dann auch die Spiele entscheidet. Wenn man sich die Scorerlisten der Liga anschaut, sieht man, dass es genau die Spieler in jeder Mannschaft sind, die den Unterschied dann einfach machen. Wie motivierst du deine Spieler noch auf dem Eis, noch gerade aufrecht zu laufen? Ach, das ist jetzt, wir haben vorher lange darüber gesprochen, der Charakter der Jungs ist wirklich gut und wir wussten, was uns diese Saison erwartet. Ich sag, wir haben mit Herford und Nepften die beiden Spiele gewonnen, die wir gewinnen mussten. Das sind auch die Gegner, die wir dann in der zweiten Runde antreffen werden und dann werden sich die Erfolgserlebnisse auch einstellen. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Charaktersache, aber da wusste im Vorfeld jeder, worauf wir uns hier einlassen. Was lernen die jungen Spieler aus solchen Spielen? Na, ich denke, die lernen ja doch da eine Menge. Das sind halt die Kleinigkeiten, die sehen, was den Unterschied ausmacht, wie ich mich im Defensivverhalten besser verhalten muss, um halt diese Gegentore einzudämmen und dass ich über 60 Minuten jedem Wechsel konzentriert arbeiten muss, sonst werde ich da bitter bestraft. Mit welchem Bauchgefühl fährst du nächste Woche Freitag nach Bad Nauheim? Du, wir fahren, werden uns gut vorbereiten diese Woche und werden dann sehen, da die Liga ist ja auch eine Wundertüte, da spielt jeder mal gut, mal schlecht, mal sehen, wie unser Kader aussieht, ob wir von Verletzungen und Krankheiten verschont bleiben und dann fahren wir auch dahin, das Spiel geht bei 0-0 los und wir versuchen unser Bestes zu geben und mit dem bestmöglichen Ergebnis nach Krefeld zurückzukehren. Vielen Dank, Elmar Schmitz, gut Handball. Gerne, danke.